Ehemänner, die ihr Geld in Haram ausgeben, in Verbotenes ausgeben, sind leider in der heutigen Zeit sehr viele. Es gibt Ehemänner, die ihr Geld in Wettbüros ausgeben. Ehemänner, die ihr Geld in Spielotheken ausgeben oder sogar für Alkohol und Drogen ausgeben. Diese sollen Allah fürchten. Sie nehmen ihr Ehefrau oder manche von denen haben sogar Kinder, eine Tochter oder einen Sohn. Sie nehmen, ja, stell du dir mal vor, derjenige, der sein ganzes Geld verliert in Wettbüros und Spielothek, du nimmst dieser Tochter, deiner eigenen Tochter, dein Fleisch und Blut, das Geld weg. Du nimmst ihr das weg, was ihr zusteht. Du nimmst ihr das weg, deiner Ehefrau, deinem Sohn, das weg, was ihm zusteht. Die haben mehr Anrecht darauf, als dass du dieses in Verbote oder in Haram ausgibst. Möge Allah Azza wa Jal diese Brüder recht leiten. Ja, viele, viele Familien und Häuser und Ehen sind zerstört worden aufgrund von Wettbüros und Spielotheken. Wach auf, du erniedrigst dich damit. Ihr das zu Herzen, das ist ein gewaltiger Fehler, ein Verbrechen ist dieses. Das Geld, was deiner Frau zusteht, investiere es in deine Familie, in deine Ehe, gib es für deine Familie aus, für deine Kinder aus, für deine Ehefrau aus. Wach auf, nimm dir das zu Herzen.